Zwecki und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play Europa Universalis 4. Man war das Tante Günther, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit dem mächtigen Commonwealth. Und im letzten Teil haben wir ein paar Provinzen abgepresst. Ich habe ein paar Fehler gemacht. Wir haben einen neuen Herrscher. Der ist ein bisschen besser als unser alter Herrscher. Ich werde mir übrigens mal gerade... Ich glaube, ich werde mir doch nicht ernsthaft 10 Legitimitätspunkte kaufen, oder? Weiß nicht, also ist ja gar nicht mal so schlecht. Ne? Kann ich mir hier mit Legitimitätspunkte eigentlich kaufen? Prestige kann ich mir kaufen, ne? Ah, da, hier, jährliche Legitimität für 20 Jahre. Das ist genauso gut, das nehmen wir. Wie sind unsere Chancen? 36,3, das ist gar nicht so schlecht. Wir geben mal 5 und nochmal 10 aus. Und unsere Chancen verbessern sich überhaupt nicht. Hä? Das ist irgendwie merkwürdig, ne? Okay. Doch, sie verbessern sich. Doch, sie waren halt... Ich habe mich die ganze Zeit mit den Papststaaten verwechselt, ne? Sind jetzt bei 21%, okay. Nochmal 20 Punkte reinbuttern, bin ich noch ein bisschen skeptisch, weil ich will mir gleich noch einen Legitimitätspunkt, einen Stabilitätspunkt kaufen oder einen dritten Stabilitätspunkt kaufen. Brandenburg ist jetzt der Rivale von Ungarn. Okay, was haben wir hier? Ganz viele Rivalen wurden neu gesetzt. Böhmen-Hessen, Brabant, Brandenburg, Brandenburg und Brandenburg und Brabant. Brandenburg und Bayern, Novgorod und Dänemark, Novgorod und Usbek. Und dann haben wir nochmal Papsteinfluss bekommen, weil wir momentan nämlich konvertieren wie die Bekloppten. Ja, da sind wir momentan fleißig dran. Du bist ja schon ein Staat. Dich können wir bald mal zum Staat machen, das finde ich auch ganz gut. Da sind auch ein paar sunnitische Provinzen dabei, da kümmern wir uns dann später drum. Wie viele Staaten können wir denn noch haben? Mal gleich gucken. Neue Kernprovinz bekommen, schön. Oh, wir können noch 7 Stück bekommen. Masowien lohnt sich irgendwie nicht so richtig, oder? Ist das richtig? Ah ne, Masowien kostet mich nichts als Staat oder so, kann es sein. Unser Frieden mit Genua hört auf. Dann schauen wir mal gerade. Kann ich mal einen Träger von dir abpressen? Nee, ne? Ah, okay, weil du mir schon eine gegeben hast. Gut, alles klar. Ich versuche ja die ganze Zeit noch irgendwie Astrachan den Krieg zu erklären. Die Timuriden machen echt mit 2000 Schulden. Das ist schon krass, ne? Novgorod würde mitmachen. Usbeken würden mitmachen. Tscherkassien ist eigentlich relativ uninteressant. Wie sieht es mit Ungarn aus? Da macht Spanien mit, da habe ich keinen Nerv. Ach, ich weiß nicht. Ratibor gehört halt zur Region. Wir haben da einen Anspruch drauf, ne? Also wir haben einen permanenten Anspruch auf die ganzen, hier, ihr seht es ja, auf die ganzen Cores der polnischen Region. Ja, aber das ist nicht so prall irgendwie. Dich will ich auch noch irgendwann gerne annektieren. Komm, du kriegst mal ein Spionagenetzwerk. Schlesien von der Karte entfernen ist echt keine Option für mich. Ich habe da irgendwie echt keinen Nerv drauf. Ach, ich muss ja auch bald noch Krieg gegen die Osmanen wieder führen, ne? Astrachan hat jetzt Kasan annektiert. Wir haben neue Kurs gekriegt. Jetzt sind wir gleich wieder überfallen. Befürchte ich. Was nehmen wir denn für eine Ideengruppe? Unser Waffenschildschirm mit den Osmanen ist zu Ende. Oh, oh, oh. So, wir müssen jetzt mal gerade gucken. Bolu, Kastamonu, Sinope.
Sinope zum Beispiel. Biga geht bestimmt auch, oder? Biga wäre noch interessant. Also ich will die ganzen Regionen. Ich muss mal gerade gucken. Da mein Anspruch. Sinope geht auch. Das wäre insofern ganz nett, weil wenn ich die alle drei kriege, dann habe ich hier direkt wieder eine schön große Region. Ach nee. Ohne Witz, dazu gehört nur das Ding hier. Das ist ja komisch. Das ist aber ein winziger Staat. Nee, sorry, Rhodos gehört noch dazu. Interessant, okay. Ja. Saruhan. So klar, das sind noch interessante Provinzen eigentlich. Also hier, die zwei sind interessant. Wie sieht das so ressourcenmäßig aus? Salz ist gut. Ja, das hier ist alles Käse, ne? Also hier könnte ich Kanda entlassen. Hier könnte ich Mentesse entlassen. Ich würde aber fast lieber dann noch irgendwie Konya nehmen und Karaman entlassen, weil ich glaube, insgesamt hat Karaman mehr Kernansprüche. Karaman hat mehr Kernansprüche. Auf Borsuk leider nicht, aber hier, die haben hier unten immerhin schon mal 5 Kernansprüche. Das ist gar nicht so doof. Da könnten wir fast sogar eine Mark draus machen. Ja. Auf der anderen Seite müssen wir mal gucken, dass wir die Verbreitung. Dass wir die Verbreitung der Druckerpresse fördern. Ja, wobei, wir sind bald soweit, ne? So viel brauchen wir da auch gar nicht mehr. Aber es rechnet sich halt immer im Verhältnis zu der Gesamtentwicklung, die wir haben, ne? So also ein Krieg gegen. Einmal, das ist Riga, ne? Gut. Ja, komm mal zurück. Ich glaube, die hier sind halt billig zu haben, die drei. Und dann kriegen wir da eine neue Region. Und dann nehmen wir noch Konya mit. Und sagen wir mal Teke. Und wenn das geht, das wäre eigentlich ganz cool. Ja, ich glaube, das machen wir so. Und dann holen wir uns nur hier die drei. Die holen wir uns selbst. Dann nehmen wir Konya und Teke. Das kriegt Karaman. Teke bekommst du dazugeschoben. Einfach nur, damit wir hier die Grenze haben. Biga wäre auch noch cool. Aber nee, wir nehmen jetzt Borsuk war das, ne? Nee, Borsuk war das nicht. Kostamonu und Sinope. Sinope, das nehmen wir jetzt. Gut. Warten wir mal, bis unsere Truppen in Stellung sind. Bist halt mit Kastilien alliiert, was mir nicht schmeckt. Aber immerhin, Österreich und Brandenburg würden mitmachen. Ich glaube, dann hat Kastilien keine guten Chancen. Ach, mit Böhmen bist du auch alliiert. Da freut sich auf jeden Fall Österreich drüber, wenn ich denen noch ein paar Provinzen aus Böhmen gebe, ne? Und Brandenburg auch. Ich glaube, deswegen machen die auch mit, ne? Okay. Du bist noch kein Staat. Das können wir uns aber noch überlegen. Azov zum Staat zu machen ist bestimmt nicht schlecht.
Hier habe ich die. Habe ich da schon die Bürger reingesetzt? Nee, ne? Dann machen wir mal mit Livorf weiter. Wie lange gilt der Kreuzzug noch? 87, passt perfekt. Mit Moskau nicht mehr beanspruchen. Ach nee, ist nicht dein Ernst. Du erklärst jetzt Dänemark den Krieg. Das läuft ja jetzt mal gerade so scheiße, nachdem ich gerade hier meine Truppen in Stellung bringen will. Ist nicht dein Ernst. Jetzt kann ich halt gerade keinen Krieg erklären, ne? Doch, also ich kann den Krieg erklären, aber das Doofe ist, Brandenburg wird nicht mitmachen, weil die im Krieg mit Novgorod sind und ich habe keinen Bock darauf, in den Krieg mit Brandenburg reinzukommen. Und ich verliere ultimativ viel Prestige, wenn ich das jetzt ablehne. Ich verliere 25 Prestigepunkte. Ja, hast du Pech gehabt, Novgorod, das tut mir echt leid, aber das ist total dämlich. Vor allen Dingen, weil ich ganz kurz davor bin, hier Nischni Novgorod zu annektieren. Okay, ich glaube, ich kann übrigens auch mal mit dir hier rüber. Prestige verbessern. Gerne. Wir bekommen einen Stabilitätspunkt. Das kriegen wir doch hin. Das kriegen wir doch hin. Moment, wir gucken mal gerade. Basisverfall. Wir kriegen momentan plus 3,06 pro Jahr. Ah, ich weiß noch nicht so genau. Nehme ich die Defensivideen jetzt? Könnten so theoretisch sogar, wenn wir uns hier so dran vorbeischleichen, können wir theoretisch sogar expansionistische Ideen nehmen und hier zumachen und Novgorod damit den Weg nach Osten abschneiden. Ökonomische Ideen sind unglaublich stark, Innovationsideen sind halt mega geil. Die können wir uns auch fast überlegen, Innovationsideen vor den Defensivideen noch. Müssen wir mal gucken, da sind wir noch ein bisschen frei in der Überlegung. Integration ist ein langsamer Prozess. Wir kriegen 5 Punkte Prestige schon mal dafür. Danke. Wir haben hier oben eine Armee. Ist relativ mies. Können wir aber ganz gut gebrauchen. Lauf mal hier runter. Immerhin, so ein paar katholische Sachen haben wir da oben. Das sind aber so noch ein paar moskowitische. Das sind Mischaren alles, ja. Ich weiß nicht, ob wir da irgendwann mal was ändern. Das ist sunnitisch, das ist halt irgendwie kacke. Ja, das sind schöne Provinzen, die kriege ich nur leider nicht. Schauen wir mal gerade. Ja, die ist leider nicht ganz komplett. Kasan ist halt hier die interessantere Provinz wahrscheinlich. Ja, und hier? 7, 10, 9, 7. Das ist jetzt auch nicht so prall. Die ist schon besser. Rajasanisch, immerhin eine, die ich akzeptiere. Eine Kultur, die ich akzeptiere. Ja, du bist halt nischarisch wieder. Das ist auch wieder kacke. Boah, leck mich fett, ey. 28, 40. Das ist deutlich mehr als hier. Wenn 29 hier, das ist moskowitisch.
Du bist schon Start. Okay, gut. Ja, dann ist das ja gar nicht mal so schlecht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das Startensystem nicht so geil. Das gefällt mir nicht. So, da kommen jetzt Diplomaten zurück. Ich muss jetzt hier ganz dringend die Beziehungen verbessern, aber ich glaube, diese Allianz werden wir nicht mehr so leicht hinbekommen, oder? Ja, wir haben halt vor kurzem die Allianz aufgelöst oder entehrt, deswegen machen die da jetzt nicht mit. Ja, das ist halt so. Aber habe ich es mir so ausgesucht? Jetzt macht nur Österreich mit. Brandenburg macht halt nicht mit, ne? Dann nehmen wir Österreich mit in den Krieg. Sachsen, Kastilien, Böhmen. Aber warum sollte ich gegen Brandenburg in den Krieg ziehen? Das ergibt in meinen Augen halt auch überhaupt keinen Sinn, ne? Wir verbessern nochmal die Beziehung mit Österreich. Das halte ich für eine ganz wichtige Maßnahme. So, dann checken wir mal gleich, wie viele Schiffe die Osmanen haben. Das ist gar nicht mal so viel. Ich könnte Novgorod natürlich hier die neuen Regimenter als Kondottiere anbieten. Wir packen mal einen Anführer rein. Komm, lauf da hoch. Komm hier. Vielleicht kriege ich da oben die Burschen damit weg. Jetzt müsste ich noch selbst auf der Seite von Brandenburg in den Krieg eintreten. Dann hätte ich auch so ein komisches Achievement wieder freigeschaltet. Ja, wir kommen der Sache näher. Schön. Österreich beeinflusst Schlesien. So, ich glaube, wir erklären dir jetzt den Krieg. Bevor Österreich auch noch irgendwas Dummes macht. Kassieren Sachsen-Böhmen machen mit, das ist halt scheiße. Da lässt sich aber mit leben. Und ihr kehrt bitte heim im Krieg. Ich laufe mal als erstes nach Bolu mit dir. Da brauche ich Zugangsrechte von Ungarn, ne, um da hinzukommen. Dann lauf mal auch dahin und du läufst nach Biga. Da ist sogar schon ein General drin. Hier ist auch noch ein General. Und dann gucken wir mal. Ja, der einzige Nachteil ist halt, dass Kastilien mit drin ist. Österreich ist eine Großmacht, ne? Ja, jetzt könnte theoretisch Frankreich noch mit eingreifen, glaube ich. Die Frage ist halt, ob sie es tun, ne? Der Irak hat Persien den Krieg erklärt. Ah ja, schön, das klappt. Gut, Ungarn hat den Osmanen offenbar hier Durchgangsrechte gegeben, oder Kastilien von mir aus. Was gar nicht so schlecht ist. Truppen. Oh!
Ja, das ist wahrscheinlich, das sind Kastilien und Böhmen, die zusammen so viele Truppen haben, würde ich jetzt mal ganz, ganz stark vermuten. Wir checken das mal gerade. Immerhin 30.000 Mann haben die. Die Frage ist, wo sie die haben. Deine Hauptstadt ist momentan in Karaman, also gehe ich davon aus, dass sie hier irgendwo rumlaufen. Müssen wir bitte hier hin? Wir warten hier oben auf unsere Truppen. Wir können das hier ja theoretisch sogar relativ langsam angehen lassen. So, wir haben den Kreuzzugseffekt drin. Das ist auf jeden Fall eine geile Sache. Frankreich beeinflusst seine Kolonie. Unglaublich. Okay, momentan läuft noch gut. Es läuft noch gut. Es läuft noch gut. Oh ja, tatsächlich. Genau. Warte mal gerade. Böhmen, wo ist denn deine Hauptstadt? Das ist deine Hauptstadt, ne? Komm hier, Österreich, hol dir das mal. Mir, ja, das geht, glaube ich, so rum schneller. Ich muss jetzt gerade so ein bisschen hin und her heckmecken. Das tut mir leid. Du gehst bitte hin und belagerst. Den schmeißen wir geradeaus, da gucken wir mal, ob wir einen besseren bekommen. Komm hier, ich gebe dir mal Kriegs. Subventionen, ich glaube, das findest du gut. Ach, die sind alle in Karaman. Gut zu wissen. Solange sie da bleiben, habe ich kein Problem damit. Ich schicke dir mal ein bisschen Geld. Karakoyunlu, vielleicht überlegst du es dir nochmal und greifst die Osmanen an. Na, du hast hier rivalisiert. Du musst es auch gut finden, wenn ich deine Rivalen angreife. Genau. Schön. Ach, ich muss dich gleich mal beleidigen, fällt mir ein. Aber ich glaube, die. Nee, warte mal kurz. Ich muss hier ein bisschen aufpassen, dass da meine Truppen nicht irgendeinen Scheiß machen und sich von den 30 Regimentern da stellen lassen. Aber solange wir hier ganz gut belagern können, flummt das doch, oder? Gut, du bist gelockt, das heißt, wir kriegen das hin und danach holst du Narva zurück. Ja, der kommt schon, ne? Du hast da was vor, mein Freund. Ja, ist schon klar. Landforce Limit Modifier, jo. Nicht der beste Berater. Ja, der will noch rechtzeitig da sein, ne? Das ist, da müssen wir wirklich aufpassen, weil gegen Brandenburg da jetzt kämpfen, das wird gierig.
Gott, ich hätte es in der Blacking erstellen sollen. Naja, das mache ich gleich. Ach scheiße, ich hätte die Osmanen vorher noch embargieren müssen. Habt ihr gewusst, ne? Sitzt gerade vor dem Monitor und denkt euch, der doofe Günner hat schon wieder vergessen. Oder hat schon wieder Machtpunkte verschenkt, ne? Da komme ich nicht hin, okay. Dann lauf mal zumindest dahin. Geht. Also wir haben die Truppen da schon mal geplättet. Das ist für uns ganz wichtig, denn wir wollen ja gerne dass Novgorod uns hier wieder verzeiht, ne? Wir laufen jetzt erstmal in den äußersten Zipfel der Provinz, um die Truppen von Brandenburg abzulenken, weil ich glaube schon, dass der mich jagen wird. Zumindest hat er da Bock drauf. Da ist Kastilien dabei mit 13 Leichtschiffen, ja. Was für Ideen hat Kastilien? Hast du irgendwie so Seefahrtsideen oder sowas? Exploration, Expansion, Offensive, Wir haben 38 Schiffe, nur die Transporter, die sind relativ zäh von den Osmanen. Zwei Galeeren. Ja, da müssen wir ansonsten warten, bis sich die Truppe da aufspaltet. Die Flotte, meine ich. Das ist so ein bisschen der Nachteil hier. Da können wir jetzt nicht. Können wir jetzt nicht so offensiv vorgehen, wie ich das hier gerne hätte. Und ihr seht halt hier, der versucht uns jetzt abzufangen. Ich weiß nicht, ob es das jetzt wert ist, dass wir da tatsächlich versuchen, jetzt Novgorod hier in diesem Krieg zu helfen. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, aber. Kann ich jetzt an der Stelle auch nicht entscheiden. Ach, man kann auch Schiffe als Kondottiere senden, das wusste ich gar nicht. Guck mal an. Schottland wird besetzt. Ah ja. Reservetechnisch sind wir super unterwegs. Darlehensangebot oder was? Ihr wollt mir Geld geben? Brauche ich aber nicht. Brauche ich auch nicht. Das ist nett von euch. Vielen Dank, aber das brauche ich gar nicht. Das ist schon okay. Aber trotzdem danke. Das ist echt sehr nett. Ich weiß nicht, ob er immer noch den Malus drin hat, dadurch, dass er ja bankrott gegangen ist. Das kann ich gerade schlecht sagen. Ich möchte nur vermeiden, dass er mit den 30 Regimentern hier über meine kleinen Truppen da drüber bügelt. Lauf doch mal nach Amasia. Da geht doch bestimmt was. Jetzt ab hier hoch. Und jagst du mich noch? Du jagst mich nicht mehr. Aber wir laufen jetzt trotzdem ganz da hoch. Sind unsere Truppen gleich alle so mehr oder weniger in Position. Pass auf, lauf du nach Amasia, lauf du nach Borsok. Wir haben neue Entdeckungen. Ich glaube, ich riskiere es, mit meinen Leichtschiffen hier anzugreifen.
packen wir da vorher einen Admiral rein. Wir können ja einen Anführer noch mitnehmen. Ist zwar doof, dafür jetzt Diplo-Machtpunkte auszugeben, aber warum sollten wir es hier nicht machen? Also, ich glaube, die paar Diplo-Punkte, die sind ja ganz gut investiert. Jetzt ist die Frage, wie viele Truppen hat denn Böhmen noch? ...16.000, aber wo sind die? Wir laufen auf jeden Fall mal in die Niederlausitz und gucken mal, was da so geht. Da muss irgendwie muss Riga da Truppen verloren haben. Merkwürdig. Marokko will uns Geld leihen. Warum denken die denn alle, wir sind so Pleitegeier oder was denken die da? Ja, der haut ab. Ja, ja. Ich hätte ihn wahrscheinlich noch kriegen können. Wenn ich mit der Flotte hier ein bisschen offensiver gespielt hätte. Also die neuen Schiffe hier rausschicken in den Golf von Varna, wobei ich glaube, dass die Dauer identisch ist. Pumpt da seine Armee auf. Mit zusätzlichen Truppen. Muss ein bisschen gucken, wo meine Jungs gerade hinlaufen. Lauf mal ruhig da runter. Guck mal, da Sachsen habe ich ja total vercheckt. Die gibt es hier auch noch. Stimmt, die machen ja auch noch mit. Dann nehmen wir uns doch mal Sachsen, ha? Da gibt es keine Durchgangsrechte. Das ist gut. Ich hole mir da auch keine. Lauf du bitte einmal außen rum. Ja, wir gucken mal, ob du hier Sachsen einnehmen kannst. Wir fangen bei 0% Belagerungsfortschritt an. Ich glaube, dann können wir da stehen bleiben. Cool. Ich will noch nicht unbedingt in Karaman angreifen. Aber du haust schon ab. Dann läufst du jetzt nach Konya. Leider keine guten Optionen. August 14. Ich glaube, wir riskieren es. Och ne, 84%, ernsthaft? Och, das ist doch doof. Ja, das ist okay. Stopp, halt. Ich wollte die Schockphase, die wollte ich mir eigentlich nochmal angucken, weil ich will sehen, wo steht unsere Kavallerie. 1, 2, 3, 4. Auf jeder Flanke. Das ist schon mächtig, würde ich mal behaupten. Vor allen Dingen mit einer 10 hauen die rein. Ja. Aber ich krieg dich hier nicht. Du nimmst den Belagerungsheini mit. Du läufst dafür hier hin. Weil Itchel haben wir gleich. Gut.
Ach, du willst mich hier Teppich belagern da oben? Okay. Ach Mist. Vercheckt. Egal, die Provinz, da läuft uns nicht weg. Sachsen hat Marienburg besetzt. No. Es gibt hier, und schreibt mich gerade an, der macht heute so ein Total War Multiplayer Event. Oh, der will Krakau einnehmen. Das ist natürlich nicht so geil. Ich kann aber noch nicht hier so eine kleine Belagerung starten, solange Böhmen hier noch rumläuft mit 17 Regimentern. Ich wüsste jetzt gern, wo er hinläuft, aber ich würde mal vermuten nach Moria. Itchel haben wir gekriegt. Das ist genial. Dann kannst du nämlich ihn hier ablösen. Oh, und ich muss einen Cut machen an der Stelle, denn wir sind zeitlich schon echt gut dabei. Oh ne. Riga jetzt ernsthaft? Not cool. Die überlegen sich das momentan auch ständig neu, ne? Ich stehe hier nicht so günstig mit meiner Armee. So, dann belagern wir hier mal weiter. Ja. Also der Krieg gegen die Osmanen läuft gut. Solange Spanien hier nicht unterwegs ist, ist alles eigentlich ganz passabel gut. Wir könnten... in Herrgotts Namen mit dir nochmal die Beziehungen verbessern. Dänemark. Achso, ja, bei dir wollte ich ja eigentlich hier Ansprüche fingieren. Das kann ich mir momentan aber mal schön abschminken. Ne? Das müssen wir auch gleich mal gucken. Aber ganz cool. Prag kriegt jetzt, glaube ich, dann von Österreich auf die Mütze. Dann müssten wir... wenn wir jetzt nicht gerade totales Pech haben. Und, Spanien mit 20.000 Mann durchs Reich läuft. Was passieren könnte denn? Sie sind alliiert mit Frankreich. Da müssen wir aber doch ansonsten hier so ein bisschen Selbstteppich belagern können. Und dann gucken wir, dass wir mal hier ein bisschen anderweitig vorgehen. Hier kann ich leider nichts machen. Ich muss mal schauen, ob ich hier bleibe. Wahrscheinlich kriege ich hier auf die Fresse. Vor allen Dingen, weil Novgorod jetzt hier schon wieder abhaut, ne? Komm, dann erlaub mal hier den Anschluss. Für Novgorod ist dann vielleicht ganz okay. Und dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Bis dahin. Visogero. Tschüss.